So, liebe FCZ-Fans hier im Stadion, ich habe einen Gast bei mir, und zwar unser ehemaliger Captain, der Handu Tihinen. Er kennt dich jeden hier in dem Stadion. Handu Tihinen, es ist über 10 Jahre her, seit du deine Karriere hier in Zürich beendet hast. Wie oft warst du in dieser Zeit in Zürich? Wir kommen eigentlich fast jedes Jahr her. Und Skiferien machen wir normalerweise Lenzerheide, diesmal wollen wir Lachs. Und zum Glück, vielen Dank an Silo Kanepa, lieber Präsident, er hat dieses Spiel heute, genau heute hier organisiert, deswegen bin ich im Stadion. Sehr schön. Du bist ja technischer Direktor beim Fußballverband Finnland seit einigen Jahren. Was sind da genau deine Aufgaben? Ja, seit 2014, so 8 Jahren schon. Und eigentlich ist es viel zu tun mit den Nationalmannschaften, viel zu tun mit der Trainerausbildung und auch Research and Development, was ich leite auch. Und deswegen ist es viel zu tun mit dem Fußball, Development Process eigentlich, was wir reden. Hast du noch viel Kontakt zum FC Zürich, zu Spielern, ehemaligen, zum Präsidenten? Wie sieht das aus? Ich habe ganz viele Kontakte, viele Freunde immer noch in Zürich und viele Freunde natürlich im Verein, in der Mannschaft auch. Und deswegen, das ist extrem schön, hier zu kommen und auch unsere liebe Südkurve zu sehen, das ist fantastisch. Wir erinnern uns gerne zurück, 2006 bis 2010, zwei Meistertitel, Champions League und dieses magische Tor in Mailand. Wie oft denkst du an diese Zeit zurück? Ist das immer präsent bei dir? Das ist immer noch präsent und eigentlich dieses magische Tor, sagen Hakentor, es kommt ab und zu und viele Leute natürlich, sie erinnern das. Und 5 Jahre in Zürich, 4 Jahre als Spieler und viele Jahre als Kapitän auch. Das ist wirklich schön, hier zu sein und diese Momente waren fantastisch. Einmal war das in Hartur, einmal in Lessegrund Meister geworden und deswegen, das ist immer hier in meinem Herz. Jetzt spielt ja der FC Zürich auch diese Saison sehr, sehr gut, fast so wie zu dieser Zeit, als du Kapitän warst. Verfolgst du die Spiele, schaust du die live oder hast du da zu wenig Zeit? Live ist relativ schwierig zu folgen. Natürlich die Resultate folgen wir ganz viel. Und es ist natürlich schön zu sehen, dass sie haben eine super Saison gemacht. Erste 15 Minuten heute auch, das war fantastisch. Und wenn sie so weiter spielen, ich glaube, Ende dieser Saison werden sie Meister. Das ist sicher so. Jetzt, du bist schon länger zurückgetreten. Könntest du noch mithalten da, wenn man dich spontan einsetzen müsste als Innenverteidiger? Oder ginge das nicht mehr? Schau mal, nicht mehr fit, so keine Chance mehr. Und Fußball ist anders als vor 10 Jahren. Und es ist schön zu sehen, schön zu folgen. Und natürlich, wenn ich sehe Freunde dadurch spielen, ist das extrem, extrem schön. Und, aber Fußball ist natürlich anders und ja, besser hier auf der anderen Seite zu sein und etwas anderes zu machen. Jetzt ein kleiner Spoiler, so viele Fans wie heute waren schon sehr, sehr lange nicht mehr in diesem Stadion. Hast du einen Gruß Richtung Südkurve, die dich ja lange begleitet hat? Liebe Südkurve, ihr seid die besten Fans der Welt. Vielen Dank. Das ist es. Zurück für ein Match, unser ehemaliger Captain. Großen Applaus für den Handu Tihinen. Danke.